So, Mann, Ali, hallo, mal was Neues von der Front. Also, nee, die Kiki freut sich darauf, dass sie Mutter wird. Und die Bekloppte will den Mutterkuchen im Garten begraben. Das ist doch wohl krank, ist das. Also, so extrem krank kann auch nur die sein. Wahnsinn. Also, nee. Ja, und mir wird aber auch der Zwitschert, dass der Peter Alphorn spielt und die Kiki Hafer noch nebenbei. Also wurde mir gerade eben gezwitschert. Und das sind ja wohl ne Sachen, die überhaupt nicht gehen. Ich meine, sollen sie Musikinstrumente spielen, was sie wollen. Das ist mir egal, wenn sie Spaß dran haben. Bitteschön. Aber das Kiki, dem später den Mutterkuchen von der Anna im Garten begraben wird, das ist doch mehr als nur krank. Ja, und wie kann ich mich darauf freuen, dass ich Tante werde? Ich meine, und dann noch von meinem eigenen Freund werde ich Tante, der gleichzeitig der Vater ist und gleichzeitig der Onkel ist. Das ist doch wohl mehr als nur krank. Also, nee, das gibt's doch nicht. Und echt. Aber noch kranker finde ich, dass Kiki den Mutterkuchen in ein paar Monaten im Garten vergraben will. Ob das rechtens ist, weiß ich nicht. Soll mir auch egal sein. Krank ist es auf jeden Fall. Das ist sowas von pervers und krank. Das ist schon nicht mehr schön, wie abartig das ist. Manche Leute sind doch wohl mehr als nur krank im Kopf. Also echt, ich verstehe gar nicht, dass diese Leute frei rumlaufen dürfen. Davon ab. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also nee. Wenn jeder der Mutterkuchen im Garten begraben würde, dann würden wir alle auf Mutterkuchen wohnen. Ja, hallo, geht's noch? Sowas ist doch mehr als nur pervers. Sowas gehört doch echt in ärztlicher Behandlung. Aber echt sowas von, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie pervers sowas ist. Ja, und ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Ich war hier spazieren, das geile Wetter ausnutzen. Ja, und das eine Video, was ihr unterwegs gemacht habt, das bearbeite ich gerade mit meinem Movie Maker. Das dauert noch, das wird ein ultra langer Film, die geht 30 Minuten. Ja, und ich fahre gerade meinen Rechner hoch und kriege diese News reingereicht. Und so. Dass Kiki und Peter irgendwie ganz eklige Musikinstrumente spielen. Aber das ist mir egal, was die da so spielen tun. Weil, ja. Aber am perversesten finde ich, dass Kiki den Mutterkuchen von der Anna im Garten begraben will, wenn das Kiblaken mal da ist. Also, nee, das hat mich doch echt geschockt.
Ja. Und dass sich die Kiki darauf freut, Tante zu werden. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man sich darauf freuen? Immerhin ist ihr Macker gleichzeitig der Vater und der Onkel. Dem Kerl, den würde ich erschlagen, würde ich. Ich würde den erstmal ordentlich in der Wüste schicken. Aber ich würde mich nicht darauf freuen, dass ich Tante werde, um Gottes Willen. Nie im Leben würde ich mich darauf freuen. Aber naja, manche Leute sind halt krank und die sind so krank, die helfen auch keine Tabletten mehr. Wer weiß, ob da überhaupt eine ärztliche Behandlung hilft. Die wird wohl viel schlagen. Ja, behaupte ich jetzt mal. Das sind ja wohl mal Neuigkeiten und News, die mir gezwitschert worden sind. Nee, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Also nee, wie krank manche Menschen sind, unfassbar sowas. Und das geht mir ja überhaupt nicht in die Birne rein. Aber naja, jedem das Seine und mir das Meister, gell?